Ärztin heute in Simmern, zu Gast beim Dr. Gerrit Meyer. Vielen Hallo, lieben Dank, dass Sie sich gerne. Die Zeit genommen haben. Ich freue mich. Herr Meyer, Sie sind zugezogener Hunsrücker und das mit Überzeugung. Ja. Und jetzt wollen wir mal wissen, warum. Ich bin 1993 aufgrund meines Studiums nach Mainz gekommen. Ja, und dann habe ich in Mainz studiert und ich habe auch in Mainz dann noch einige Jahre gearbeitet nach meinem Studium. Und dann ging es irgendwann darum, dass ich als Zahnarzt mich dann niederlassen wollte in einer Zahnarztpraxis. Und dann habe ich überlegt, wo kann ich mich niederlassen? Ja, und dann war natürlich das Angebot zu meiner Zeit nicht so riesengroß, ja, sich niederzulassen. Insbesondere in Städten ist eine Enge mit Zahnärzten oder eine Fülle von Zahnarztpraxen ist da vorhanden. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wo kann ich hin, vielleicht wo auch Bedarf ist, ja, was aber gleichzeitig auch nicht zu weit von einem größeren Zentrum entfernt ist. Und so habe ich dann in verschiedenen Regionen angefangen zu suchen. Also gebürtig komme ich ja aus Bremerhaven, ja, und bin also auch Landschaft gewohnt. In Norddeutschland haben wir ja viel Landschaft auch, ja, gerade im Landkreis Cuxhaven, das Gebiet, was Bremerhaven umgibt. Und so habe ich dann auch nach meiner Arbeit dann angefangen, an mir einen Platz zu suchen, wo ich arbeiten kann. Und wir haben den Radius immer erweitert, immer weiter, und irgendwann kam der Hunsrück. Und der Hunsrück war mir selber bekannt, weil meine Frau aus Mainz ist und sie kannte den Hunsrück auch schon recht gut. Und so konnte ich den Hunsrück dann durch meine Frau auch kennenlernen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, Simmern, das wäre doch was. Ja, und so sind wir dann hier letztendlich gelandet. Und 14 Jahre später muss ich sagen, es war die absolut richtige Entscheidung. Und Sie sind jetzt auch hier, also Sie haben sich hier ein Häuschen gekauft und genau. haben auch Familie gegründet. Ja, ja. Genau. Wie gefällt es denn Ihrem Sohn hier? Der ist doch mitten in der Pubertät, oder? Ja, der ist jetzt kurz vor 14, ja. Und nein, ihm gefällt es gut. Er ist natürlich, er wächst hier auf und für ihn ist das alles seine Heimat und er identifiziert sich hier mit der Region. Und gleichzeitig ist er aber auch offen, weil wir natürlich durch meine ursprüngliche Heimat Norddeutschland auch dann viel unterwegs sind und gleichzeitig ist er aber auch sehr offen eben für andere Gebiete, ja, innerhalb von Deutschland, was ich sehr schön finde. Nein, er fühlt sich hier total wohl, ja, und wir wohnen hier in der Region und finden es ganz toll, ja, und sind glücklich, dass wir, wenn wir Ruhe haben möchten, finden wir die Ruhe, wir finden Natur, ja, wir finden absolute Erholung, wir finden ganz liebe Menschen im Hunsrück um uns herum. Wenn wir dann doch mal Stadtluft unbedingt brauchen, was jetzt nicht mehr allzu häufig ist, sage ich mal, weil wir hier einfach sehr glücklich sind, dann hat man trotzdem die Möglichkeit, relativ gut angebunden schnell in größere Zentren zu fahren. Sei es jetzt nach Koblenz oder Mainz. Das klappt also wirklich super. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Dankeschön, dasselbe wünsche ich Ihnen auch. Danke. Danke.